Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 20 Karriere mit Liverpool. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Und dann starten wir heute rein mit unserem nächsten Champions League Spiel gegen Genk. Also das Rückspiel quasi in Genk. Wir haben 9 Punkte aus 3 Spielen. Das bringt uns an die Tabellenspitze dieser Gruppe. Und ich glaube, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir auch schon sicher qualifiziert fürs Achtelfinale. Also schauen wir mal. Im Hinspiel war es ja nicht so ein leichtes auf Galopp. Da hat Genk besonders in der zweiten Halbzeit eigentlich gut mitgehalten. Aber dann haben wir 2-0 gewonnen. Ich glaube, 2-0 haben wir da gewonnen. Ja, und von daher, lasst uns doch den Sack heute bitte zumachen. Heute wieder mit gewohnter Truppe. Salah, Mané, Werner. Ich glaube, im letzten Spiel hatte ich da ein bisschen verändert. Gegen Aston Villa haben wir ja da gewonnen. Also, es läuft momentan richtig gut. Es macht Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es ebenfalls. Und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid weiterhin schön gesund. Bleibt gesund. Das ist ja das Wichtigste. Und ja, wünsche ich euch viel Spaß. So, Werner. Schau mal, der ist einfach wahnsinnig schnell. Ah, das ist Abseits, glaube ich, oder? Nee. Salah war ganz knapp nicht im Abseits. Das ist ja einfach Wahnsinn. Wenn die drei da vorne mal Gas geben, ey. Boah. Die bringen es auf gefühlte 500 Stundenkilometer. In der Spitze. So, gucken wir mal. Wenn wir es schnell spielen, dann haben die auch ihre Probleme. Und wir müssen natürlich nachsetzen. Schade. Irgendwann machen sie auch mal einen Fehler. Nur wann ist die Frage? Wann und wo? Oder vielleicht gelingt ja der Überraschungssieg, aber was ich nicht hoffe und nicht glaube. Dazu müsste ich echt schon richtig scheiße spielen oder EA müsste mir einfach in die Suppe schmucken, aber das machen sie hoffentlich nicht. So, schnell durch die Mitte hier, Havertz, ihr seht oben rechts oder beziehungsweise oben links nochmal, wie es aktuell aussieht. Neapel hinter uns, die dürften, ah jetzt was abseits, die dürften es auch schaffen. Ich glaube, wenn die gegen Salzburg gewinnen, sind die auch schon sicher durch. Und dann schauen wir mal. Im Achtelfinale wird es dann schon mal ein bisschen kritischer, je nachdem, gegen wen wir da spielen. Das wird dann nicht ganz so leicht. So, Havertz. Jetzt steckt er auf Werner durch. Einmal zu weit. Ach du Scheiße, wie weit legen die sich denn vor? Ich dachte einfach nur so 3-4 Meter, dass er nochmal ein bisschen Vorsprung hat. Das sind halt immer die letzten Meter, die dann entscheiden. Ey, das ist manchmal sehr, sehr ärgerlich, weil da gute Chancen von Flöten gehen. Aber Havertz macht es dafür jetzt besser. 17. Minute, 1-0. Super gespielt, klasse Tor. Und genau im richtigen Moment durch die Lücke gespielt. So stelle ich mir das eigentlich immer vor. Man muss nur den richtigen Moment abpassen. Hier, zack, Havertz löst sich ein bisschen, kriegt den auf seinen starken Linken. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe, beziehungsweise ein Selbstverständnis für Havertz. Zack. Macht dann noch oben die Kamera kaputt mit 10 Stunden. 10.000 Stundenkilometer. Mit 10 Stundenkilometer ein bisschen schlecht. Also 1-0. Läuft alles für uns. Wir sind auf dem besten Weg ins Achtelfinale. Dann gucken wir mal auch nach dem Spiel wieder drauf auf die Tabelle. Ich glaube, dass den Luxus gönnen wir uns mal. Und vielleicht spielen wir uns ja jetzt so in einen ganz kleinen Rausch rein, dass wir vielleicht heute mehr als 1-2 Tore schießen. Das wäre doch mal nicht so schlecht, finde ich. Salah, Werner, Havertz. Oh, das geht schnell. Nee, Quatsch, Wijnaldum war's. Und dann Havertz und dann Werner. Ihr seht, es geht schnell. Wir haben die Lücken. Aber ab und an steht doch mal ein Verteidiger hinten drin, ne? So. Zack, ohne viel hinten rumgespiele. Nach vorne. Das müssen wir, glaube ich, mit Liverpool machen, ey. Das ist halt die Stärke dieser Truppe, ey. Werner gegen Pfosten. Geht das schon wieder los? Ich glaube, gegen die Spurs hatten wir das doch auch, ne? Zweimal gegen Pfosten in der ersten Halbzeit. Schnell nach vorne spielen. Havertz, zack. Aber auch nicht zu schnell, aber schon schnell, würde ich sagen. Schaut euch das an, das geht echt sehr, sehr leicht. Noch. Oh, was war das denn? Aber ab und an will ich es dann auch wieder zu schön machen und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Aber ihr seht, in einer halben Stunde, das geht auch wieder nur in eine Richtung. Ich möchte mich nicht dafür schon wieder entschuldigen, ne? Ihr wisst das, ich habe da schon ganz oft erwähnt, dass ich nicht mit Absicht schlecht spiele und so weiter und so fort. Es sieht halt manchmal sehr einseitig aus, ist aber auch dem Gegner dann entsprechend geschuldet. Also da kann ich ja auch nichts für. So, das ist zum Beispiel viel zu viel Kleingespiele, nochmal hinten rum und noch ein hoher Ball. Das kostet mich halt das ein oder andere Tor und manchmal auch den Sieg. Denn normalerweise müssen wir hier mal 2-0 oder so gewinnen, mindestens. Aber lass die mal ein bisschen stärker werden, lass die mal ein bisschen Mut schöpfen, dann sieht es auch wieder anders aus.
Die können auch direkt spielen. Sehr schön. Bringt zwar bislang noch nicht viel, weil wir es hinten gut zustellen. Jetzt haben wir ein bisschen zu sehr Platz. Das dürfte Abseits sein. Nein. Kein Abseits. Ja, wenn es mal schnell und direkt nach vorne geht. Aber noch, Alter, Alexander Arnold. War da ein bisschen zu weit rausgerückt. Aber ihr seht, wir haben das wieder ganz eiskalt geklärt. Und dann geht's. Mal gucken, schnell nach vorne. Über Havertz, Mané, Werner, der müsste jetzt durchlaufen. Oh, jetzt Havertz, genau. Auf Mané, das wollte ich. Und jetzt vielleicht eine Flanke hinten, da läuft Wijnaldum ein. Oder auch Werner, der ist völlig frei. 2-0. Schöner Aufsetzer als Kopfball, 42. Minute, kurz vor der Pause ist das, denke ich, hochverdient. Und schön gespielt und wieder über die Außen. Ihr seht, Havertz, das ist echt eine super Verstärkung gewesen. Genauso Werner, der einfach eiskalt vom Tor ist, auch mit dem Kopf. Hinten hätte ich gerne Wijnaldum angeflankt, aber Werner dann gegen die Laufrichtung, per Aufsetzer, da stimmt einfach alles. Und dann geht so ein Ball auch mal vom Pfosten nicht raus, also ins Tor aus, sondern halt auch ins Tor. In so einer Phase, wo wir momentan jeden schlagen. Ich hoffe, dass wir das noch so einige Zeit durchziehen können, besonders in der Premier League. Man City ist noch auf der 1. Die müssen da aber weg. So, Salah, ey, was für ein geiler Ball von Alexander Arnold. Vielleicht haben wir nochmal die Chance. 3-0. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eine normale Schusstäuschung. Da macht er sowas. Naja, okay. Aber weiter geht's. Komm, vielleicht kriegen wir noch eine Flanke rein. Oder nochmal eine Chance. Salah. Ne, okay. Also 2-0 zur Pause. Das ist okay. Geht, denke ich, auch in der Höhe für in Ordnung. Verordnung wollte ich gerade sagen. In Ordnung. Im anderen Spiel, guck mal, Neapel, Salzburg, Unentschieden, die spielen sogar schon für uns. Das könnte auch schon der Gruppensieg sein. Aber wir haben noch zwei Spiele, ne? Genau, wir haben noch zwei Spiele. Wir müssen einfach mal gucken, wie Neapel spielt. Und dann schauen wir nochmal die Tabelle nach vier Spieltagen in der Champions League. Und dann sehen wir auch dann schwarz auf weiß, dass wir im Achtelfinale sind. So, jetzt mal gucken, wie viele Tore noch dazukommen. Ein paar gute Szenen hatten wir ja. Ein bisschen zu sehr klein, klein und hin und her, aber das muss auch sein, teilweise, Wijnaldum, damit wir uns solche Lücken erarbeiten können, damit Wijnaldum auch mal wieder treffen kann. Stark gespielt, 3-0, 49. Das macht echt Bock. Das macht echt Bock, wenn du Leute hast, die ballsicher sind, die eiskalt vom Tor sind, selbst die Mittelfeldspieler. Wenn die jetzt auch schon Tore schießen. Stark gespielt, Wijnaldum läuft durch. Die Liverpool-Fans, Alter, hört man. Nur. Stark gemacht auf jeden Fall. Also 50 Minuten, direkt nach der Pause, 3-0. Und das ganze Stadion, wir spielen nicht zu Hause übrigens, ne? Das sind alles die Auswärtsfans. Starke Leistung. Ich sehe gerade oben, das nächste Spiel ist gegen Manchester City, ey. Eieiei, also das Gigantenduell Nummer 2, nachdem wir den einen Manchester-Club schon abgeschossen haben. Dann kommt es dann zum Duell mit dem zweiten. So, Fabinho, nee, das war zu offensichtlich. Die wissen das auch jedes Mal, egal welche Bewegung du machst, die wissen immer, wohin du dich drehst. Das ist sehr merkwürdig teilweise. So, Wijnaldum, ihr seht, die machen jetzt hinten ein bisschen auf, ey. Das fühlt sich so an. Werner auf Havertz, quer gespielt. Oh, der ist nicht drin. Uiuiui, Havertz. Es menschelt ein bisschen. Der muss natürlich, muss der rein auch mit rechts erinnern. Jetzt sieht er den vollkommen. Schade. So hätte ich es gemacht. Genau, so wie der Trainer. Einfach reinschießen. Einfach reinschießen. So hätte es der gute alte HSPP gemacht. Aber glaubt mal, ich habe auch schon sowas verschossen. Ich glaube in der Jugend. Ich kann mal so einen Schmankerl aus meiner Jugend erzählen. Da war ich, glaube ich, 10 oder 11. Und da hatten wir auch ein Spiel noch auf dem halben Platz. Also nicht übers gesamte Feld, sondern nur übers halbe Feld. Und wir sind dann so vorne im Angriff und wir sind 2 gegen 1, also ich und noch ein Mitspieler und der Keeper. Er spielt zu mir rüber, frei, freies Tor, und ich schieße mit links drüber, anstatt den mit rechts einfach reinzumachen, aber da stand es auch schon irgendwie 6-0 oder so. Da habe ich mir aber auch gedacht, uiuiui, das war ganz schön peinlich irgendwie. Aber gut, passiert. Das passiert jedem, selbst den Profis passiert sowas, also darf das einem jungen Amateurspieler erst recht passieren. Aber war schon witzig. War schon relativ witzig. So, was kommt denn von Genk? Oh, guck mal, sie sind im Angriff. Oh, Alisson, was macht der denn?
Der kommt raus, bleibt einfach stehen. Das ist auch so nice. Weißt du, der Keeper kommt raus, bleibt einfach stehen und dann schießen die den automatisch immer an. Ist mir in Ultimate Team auch schon mal einige Male passiert, wo ich mir auch denke, yo, das ist wieder typisch FIFA. Und das hier auch. Wouters, die werden doch wohl jetzt nicht. Oh, Fabinho lenkt den Ball noch gerade ab. Sonst wäre das eventuell das 3-1 gewesen. So, Mané, willst du nochmal? Guck mal, Robertson schickt dich so schön in den Lauf. Aber ein Mähle kommt ja nicht vorbei. Das ist auch ein starker Rechtsverteidiger. Zwar auch ein Standardtalent, glaube ich, aber für euren Karrieremodus vielleicht auch zu empfehlen. Der kriegt auch eine 82 oder 83. Oder sogar noch stärker. Auf jeden Fall war der gut. Ich hatte den, glaube ich, bei Braunschweig, als ich die Simulator to Glory gemacht habe. Mané. Der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Der ist richtig stark. So, komm, ein Tor nach einer Ecke fehlt noch. Vielleicht ja jetzt. Schöne Flanke, Upamecano. Kommt da mal ein Ball. So, Origi kommt rein für Werner. Der hat mal Feierabend. Schonend fürs große Spiel gegen Manchester City. Und dann wollen wir uns da die Tabellenführung natürlich holen. Ey, das ist... Da freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich drauf. So, und trotzdem weiter unter Druck setzen. Auch wenn es schon 3-0 steht. Ihr seht, die machen auch Fehler. Sobald die unter Druck geraten, geht denen schon der Stift so ein bisschen. Gut, aber die Luft ist jetzt auch ein bisschen raus. Klar, 3-0. Das ist entschieden. Das Ding ist durch. Muss Genk halt hoffen, dass Neapel verloren hat. Dass sie doch noch rechnerisch Chancen haben. Theoretisch weiß ich nicht. Ich denke mal, Neapel wird sich durchsetzen. So oben. Mané läuft durch. Mein Gott, der nimmermüde Mané. Komm, jetzt muss er sich mal belohnen. Ins lange Eck. Oh, Latte. Und zurückgelegt. Und Wijnaldum. Und nochmal. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht, ey. Erst Havertz gegen Pfosten. Und dann nochmal Wijnaldum. Aber Vukovic ist genau wie im Hinspiel einfach der beste Gangspieler. Muss man einfach so sagen. Also jetzt haben sie ja noch weniger zu melden als im Hinspiel. Da hatten sie ja mal eine Chance, die auch aus Tor kam, wo Alisson nichts machen muss. Hier der eine Schuss, wo Alisson einfach rausschwirrt, ohne vorher nachzudenken. So, Havertz, Origi, da können wir nochmal Fabinho mitnehmen. Und Mané, seht ihr, Havertz zieht den weg in der Mitte, dadurch hat Mané auf der Außenplatz. Jetzt zieht er in die Mitte und jetzt, komm, aufs lange Eck, das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht, Vukovic. Ich möchte gleich mal auf die Statistik gucken, wie viele Schüsse der abgewehrt hat. Ich glaube so 7 oder 8 sind es bestimmt. So, andere Seite, komm. Vielleicht klappt es ja von hier. Flanke. Robertson legt ab auf Naby Keita. Jetzt mal, hol die Wumme raus. Der bleibt aber noch im Stadion, Gott sei Dank. So, Milner kriegt seine traditionellen Spielminuten und dann, ja, danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Aber wir gucken ja gleich nochmal auf die Tabelle, also... Lasst doch schon mal ein Like da, wenn ihr das bis hierhin nicht gemacht habt. Abonniert meinen YouTube-Kanal für mehr FIFA-Videos. Und dann, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es war ja auch wieder ein sehr einseitiges Spiel, ne? Aber dazu habe ich mich auch schon oft geäußert. So Spiele wird es geben. Dafür haben wir vielleicht gegen Manchester City ein Spiel, wo wir, ja, vielleicht an unsere Grenzen kommen. Wo der Gegner uns die Grenzen aufzeigt oder wo wir einfach weiter marschieren. Diese Möglichkeiten gibt es. So, das sieht sehr gut aus. Das ist richtig schön kombiniert und dann verpassen wir mit Havertz leider den letzten entscheidenden Schritt. So, und damit ist das Achtelfinale gebucht. Jawohl, 3-0, 12 Punkte nach 4 Spielen, das spricht, glaube ich, Bände. Guck mal, so viele Fans sind gar nicht mitgekommen, die haben trotzdem so viel Stimmung gemacht. Gibt's ja gar nicht. So, wir gucken mal kurz auf die Statistik, 6 Schüsse aufs Tor. Okay, 13 Schüsse hatten wir insgesamt, aber... Das zählt ja auch zum Beispiel, wenn Naby Keita 10 Meter am Tor vorbeischießt. So, Neapel und Salzburg haben Remis gespielt. Heißt für uns also, wir sind auch Gruppensieger. Gucken wir mal in der Tabelle. Ich glaube, das müsste so sein. Ich gehe mal von oben nach unten durch. Also, guck mal hier. Real und Paris, denke ich, setzen sich durch. Hier Bayern und die Spurs. Man City und... Ja, dann wird es dahinter spannend. Bergamo, Zagreb und Donetsk. Dann Juve ist schon durch. Ja... Atletico und Leverkusen, dann wir sind auch schon durch und 6 Punkte, sind wir schon Gruppensieger? Nee, noch nicht ganz. Aber wir brauchen noch einen Punkt, glaube ich, dann sind wir Gruppensieger. Neapel ist auch schon so gut wie weiter, also wir sind auf jeden Fall weiter, das ist das Wichtigste. Dann Inter und Barca und Dortmund spricht da auch noch ein Wörtchen mit. Benfica und Lyon im Gleichschritt und Leipzig hat auch noch Chancen.
Dann Chelsea, Valencia und Ajax. Das wird auch noch ganz schön spannend. Genau, und wir gucken gerade im gleichen Atemzug nochmal hier auf die Premier League-Tabelle drauf. Also jetzt das Gigantenduell. Beide 10 Siege, beide ein Unentschieden. Man sieht hier mit der besseren Tordifferenz. Beide 31 Punkte, also mehr Topspiel geht einfach nicht. Wer sich das entgehen lässt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also schaltet beim nächsten Part wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.